Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Jetzt wollen die Arbeitgeber die Schlichtung anrufen. Während diese läuft, gilt eine Friedenspflicht. Bilder wie hier zuletzt in Reutlingen sind also in der nächsten Zeit nicht zu erwarten. Auch die dritte Verhandlungsrunde hat keine Einigung gebracht. Die Arbeitgeber hatten eine Entgelterhöhung von 8%, mindestens aber 300 Euro monatlich angeboten. Außerdem steuerfreie Einmalzahlungen von 3.000 Euro. Die Gewerkschaften fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr.